Hey, everybody. It's time to go. Let's move. All right, all right. Hi, Judy. Still crazy after all these years? Oh, Stefan. Yeah, looks like it. Man, ich muss mich beeilen, wenn ich berühmt werden will. I'm getting old. Come on, du bist besser denn je. Yeah, maybe. But it doesn't count. Sadness, weißt du? You know, this city's crazy. I tell you, you know, you feel like you're on top of the world, and then the world turns. And then plötzlich, poof, it's all over now, baby blue. Du schaffst es, Judy, ich weiß es. Yeah, I know, I know. Willst du die Kassette? Oh, danke, Lanka. Willst du es haben? Du kannst hier ein Bootleg machen, wenn ich berühmt bin. Hier, Judy, dein Geld. Ist das alles? Naja, ich muss doch die Plakate noch bezahlen. Ach, Mann. No chance for me tonight. Stefan, you had your chance. Hey, hör auf! Ist ein Mädchen in deinem Zimmer? Wie kommst du denn darauf? Hier sind wir auch ein Star. Spielst du mit mir Fußball? Ich habe keine Zeit, muss arbeiten. Warum schläfst du denn so lange? Mann, lass mich doch erstmal wach werden. Spiel doch mit mir, bitte, bitte, bitte. Nein, spiel doch mit dem Mädchen in meinem Zimmer. Da ist ja gar keins. Muss ich da wohl geträumt haben? Woher die Spiele kommen. Na, ihr seid ja doch wohl völlig verrückt geworden. Du hast mir doch versprochen, dass du Lisa in den Kindergarten bringst. Jetzt ist es gleich 2 Uhr und du stehst gerade erst auf. Deine Miete ist übrigens auch noch nicht auf dem Konto und heute ist schon der 17. Sag mal, soll denn das mit dir ewig so weitergehen? Peter hat mir erzählt, dass sie in der Kanzlei wieder einen neuen Referendar brauchen. Willst du das nicht machen? Dann wärst du doch endlich deine Schulden los. Hier, Marion hat dir geschrieben. Es waren 2 Königskinder. Hä? Kommst du heute Abend zum Essen? Keine Ahnung. Berlin by night.
Hey! Na, hat dich deine Familie arbeiten geschickt? Quatsch, ich muss mein Haus auf den Bahamas noch abbezahlen. Denk an mich, wenn du mal einen Butler brauchst. Halt denn du, Butler? Seit wann haben Poeten denn Manier, ne? Komm, lass uns einen Kaffee trinken gehen. Nee, nee, ich habe gerade erst angefangen zu fahren. Okay, okay, wir sehen uns dann später. Ciao. Mach's gut. Ciao, Bella. Mit dir habe ich ja noch gar nicht gerechnet. Oh, ich habe noch mehr Überraschungen für dich. Übrigens, heute Abend gehe ich in Nice weg. Das glaubst du doch wohl selbst nicht. Oh, doch, doch, doch. Ich koche dir ein italienisches Menü, wie du noch nie gesehen hast. Ich war mit Mario zum großen Markt. Io una mezza mucca in Auto. E poi Aubergine, Scampi, un Vino, Vino, Vino. Ich muss doch heute Abend noch die Bilanz machen. Ach, Bilanz, Bilanz. Nur rote Zahlen ist kein Bilanz. Geld macht mit die Pizza, capisci? Deine scheiße Mode lebt von meiner scheiße Pizza, capisci? Ich hab dir doch gesagt, dass ich es zurückzahle, wenn es erstmal richtig läuft. Brauchst du doch nicht. Sonst die Steuer frisst alles. Komm, sei nicht böse. Ich koche für dich, ja? Wir machen uns einen netten Abend. Ja, hier ist Renato. Gib mir Mario. Ich bin blank. Berlin by night. Berlin by night. You want to see the dimness? Yes, over there on the right. Strange creatures in the sea and the sun. What was the other sky? They come out of the darkness just to have some fun. You don't see them all day. They only come out at night. Don't be afraid, no, no, no. It's gonna be alright. Berlin by night. Berlin by night. Hey, Jutta. Hallo, Stefan. Du wirst ja auch von Tag zu Tag schöner. Naja. Du, Stefan, der Klaus war eben hier und hat nach dir gefragt. Hast du nicht einen Platz und einen Partner für mich? Herr Pawlowski, haben Sie nicht Lust? Ja, gegen wen denn? Entweder mit mir oder gegen mich. Um die Platzmiete dann. Und noch 4 neue Bälle dazu, okay? Ja, aber nur eine Stunde. Na klar, das Fußballspiel will ich doch auch sehen. Ich gehe mich nur schnell umziehen. Ja. Gratuliere. Du musst mir unbedingt Revanche geben. Jederzeit im Prinzip. Du, ich habe aber immer erst noch 15 Uhr Zeit. Und was machst du bis 15 Uhr? Bankdirektor? Wachschutz. Ich bewache Geldtransporte. Ehrlich? So was könnte ich nicht. Immer die Millionen im Koffer rumschleppen und selber nur 2000 Piepen im Monat verdienen. Na ja, so schlimm ist das ja nun auch wieder nicht. Was machst du denn? Hä? Drahtseiltänzer. Ehrlich? Quatsch, ich war Taxi. Na, wer hat gewonnen? Du willst ja gar nicht wissen, wer gewonnen hat. Du willst ja nur wissen, wer bezahlt. Hier, Bankdirektorzeit. Porca miseria, Viertel vor neun, das Rückspiel. Erleichterung auch bei Dremmler auf der Reservebank, wie wir in dieser Einblendung sehr schön sehen. Scheiße. Dremmler, der sich seit seiner Verletzung nun schon im dritten Spiel auf der Reservebank bereithält. Ja, man sieht diesem zähen Burschen die Enttäuschung an, hier nicht mehr aktiv eingreifen zu können. Denn es wird wohl auch heute nichts mehr werden. Ja, meine Damen und Herren, auch im Profifußball kommt manches anders, als man denkt. Ciao Elena, ist Renato da?
Oui. Allora. Und da, Reisner hat den Ball abgefangen. Und Tor! Tor! Keine Chance für den langen Dino und Tor der Italiener. Kein Tor? Ich höre von der Regie, kein Tor. Wir werden das gleich in der Wiederholung genau sehen. Helen. Helen, mach auf. Hör zu, die Jungs wollen, dass ich mitkomme. Heute hat der Geburtstag. Komm doch mit. Helen. Helen. Andiamo, è meglio ragazzi. Damit dürfte wohl klar sein, dass dieses Spiel für die Italiener nicht mehr zu gewinnen ist. Thank you.
Da doppeln wir den Einsatz. Komm, komm. Lass uns weiterspielen. Kein Stress. Sag mal, hast du Schiss? Mann, ich muss mich doch ein bisschen motivieren, weißt du? In den besten Familien vor. Scheiße. Jetzt brauche ich noch einen Drink. Tja, am Ende wird die Ente fett, mein Lieber. Willst du auch noch was trinken? Okay. Den wahren Sieger. Danke. Na, aber Glück bei den Frauen, hm? Hey, Mensch, Paule, was machst du denn hier? Bist du jetzt auch unter die Klugscheiße gegangen? Na, mach dir mal keine Sorgen. Mensch, dich habe ich ja schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Was treibst du denn so? Noch Stadtgeria oder schon Reihenhaus? Sonst noch Fragen? Was machst du denn so? Fummelst du immer noch mit deinen Amischlitten rum? Hm. Dann müsstest du doch schon einen richtigen Rennstall haben. Hm. Oh, wegen Rennstall. Hm. Schissen sieht's aus. Finanzamt will 10 Mill von mir haben, der ganze Laden läuft auf Pump. Also irgendwie uns Unternehmern, geht schlecht. Und ich wollte dich gerade anpumpen. Hab gerade den Blauen beim Billard verloren. Den ganzen Tag umsonst auf der Scheißdroschke gesessen. Hast du denn mittlerweile wenigstens ein eigenes Taxi? Hä? Ich bin doch nicht bescheuert. Nee? Ah, sehr komisch. Willst du noch ein Bier? No. Gianni, ein Bier und einen Gin Tonic. Wieder mal so ein Ding mit der Versicherung einrühren. Finanziell stehe ich echt auf dem Schlauch. Also ich muss mich da erstmal eine Zeit lang raushalten, weil die sind auch nicht mehr so doof, wie sie mal waren. Und außerdem diese kleinen Bescheißereien, weißt du, auf Dauer bringt das nichts. Ich hatte heute einen Typen kennengelernt, der bewacht Geldtransporte. Du hast aber auch immer ein Glück, du. Ist ihm aufgefallen, dass die Dinger den ganzen Tag durch die Stadt gucken und keiner kümmert sich drum? Ach nee. Ja, im Ernst. Es dürfte doch nicht so schwer sein, so ein Ding zu knacken. Stell dir mal vor... Oh, Mann. Sollst mich nicht freuen mit deinen Storys, verstehst du? Nee, im Ernst. Stell dir mal vor, man blockiert zum Transport an der Seitenstraße und knackt das Ding. Hm. Mit dem Büchsenöffner, Platzpatronen, wie im Fernsehen. Nee, das muss man nur richtig abchecken. Dann klappt das auch. Mann, das wäre doch ein Ding. Hawaii, Jamaika oder Südsee. Ja, ja. Mit Vollpension im Knast, ja. Wenn man das richtig macht, dann klappt das auch. You can get it, if you really want. Ihr Strategen, ihr quatscht und quatscht. Und was kommt dabei raus? Dieselbe Scheiße wie damals. Komm, geh mal los. Ja, ist ja schon gut. Du kannst ja in den nächsten 10 Jahren weiter in deinen vergammelten Camaros und Ford Mustangs rumfummeln. Ich glaube, ich gehe mal nach Hause. Na komm, lass uns noch kurz ins Downtown reinschauen. Nee, nee, ich muss morgen früh zur Bank. Hier, mehr ist nicht drin. Danke. Gianni, ich möchte zahlen. Thank you.
Ein Gin Tonic. Irgendwann im Leben muss man doch mal etwas Richtiges machen. Ich meine, irgendetwas, was richtig einschlägt. Ich will mich mal wieder spüren. Richtige Wirklichkeit. Wie im Kino. Ich will etwas Gescheites tun. Verstehst du? Etwas, das Spuren hinterlässt. Und wenn es etwas ganz Ausgefallenes wäre. Was denn? Was weiß ich. Vielleicht ist das ja auch alles Blödsinn. Brauchst du Geld? Quatsch. Du verstehst mich nicht. Vielleicht reicht dir schon ein richtiger Postraub. Wie wär's denn mit dem Attentat? Das ist aber ein schöner Titel. 100 Jahre Einsamkeit. Wovon handelt es? Von 100 Jahren Einsamkeit. Ich schenke es dir. Sag mal, bist du eigentlich gar nicht müde? Sag mal, wie spät ist es? Kurz nach 8:30. Mein Gott, ich muss ins Geschäft. Was? Tschüss. Hey, ich will dich wiedersehen. Mach ruhig weiter. Macht Spaß, dir bei der Arbeit zuzusehen. Was ist denn los, Paul? Hast du deine Freude, mich zu sehen, dich ein bisschen besser verbergen? Scheiße, was ist los? Verstehst du, Scheiße? Was ist denn los, verdammt nochmal? Komm, gib mir mal eine Zigarette. Was Ernstes zu sein. Diese verdammten Idioten von der Bank, weißt du? Die können ihre Kohlen nicht schnell genug zurückkriegen und kündigen mir doch tatsächlich den Kredit. Das heißt für mich, von einem Tag auf den anderen, 12 Mille. Kannst du mir mal sagen, wo ich die herkriegen soll? Tja, Scheiße.
Es kommt noch dicker, du. Mein Alter drüben im Osten wird nun 65. Ja? Ja, nun schreibt er mir, ich soll ihm schon mal eine Wohnung besorgen hier drüben. Ja, na und? Kohle hat er ja gehabt. Die ist weg. Und wo ist das Geld? Na, hier steht's doch. Ein stolzes Unternehmen. Hey, Paula, kannst du mir mal die Zündung nachschauen? Irgendwas stimmt da nicht. Ja, das glaube ich auch. So kommst du nie aus der Hüfte. Ciao, Paul. Ich steig hier aus. Bis sie auf der anderen Seite sind, ist die schon dreimal ausgeraubt. Wenn du die Nummer sagst, erzähle ich dir nie wieder die Geschichte vom großen grünen Steinfresser. Ist das klar? Na acht, dann noch mal acht und dann eine halbe acht. Das ist eine drei, Lisa, das weißt du doch schon. Acht, acht, drei also. Und jetzt weiter. Dann eine eins, dann noch eine eins, vier. Und dann eine acht. Weißt du? Ich glaube, ich möchte mal eine Weile ganz woanders leben. Mit 17 habe ich gedacht, ich könnte nie so leben wie meine Mutter. Ehemann mit sicherem Einkommen, sicheres Leben, sichere Rente. Und dann kam Renato dazwischen. Ich weiß es nicht mehr, ob ich mich in ihn oder in seine riesige Familie verliebt habe. Seine Mutter war die Königin für alle. Gleich nachdem wir wieder hier waren, bin ich zu ihm gezogen. Vor fast 5 Jahren. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann leben Sie noch heute. Langweilig? Nein. Und wie waren die 5 Jahre? Langweilig. Aha. Ich glaube, ich bin immer zu kompromissbereit gewesen. Gewesen? Irgendetwas muss sich ändern. Zwei Campari bitte. Ja. Aber was willst du denn machen? Vielleicht mache ich ein kleines Hotel auf. In Macondo zum Beispiel. Macondo? Hast du das Buch schon gelesen? Es ist wunderbar. Würdest du für mich ein Konto in der Schweiz eröffnen? Warum? Willst du auch 3,50 Mark am Finanzamt vorbeischieben? Den Eindruck machst du gar nicht. Ohne zu fragen. Ohne zu fragen? Nein. Worum geht es? Zum Beispiel um einen Überfall auf einen Geldtransporter. Yeah.
Halbzeit, mittels Halbzeit, Gläser, mittels Gläser. Oder soll der gute Tropfen kalt, ehe ich meine warm werden? Gestatten? Zacher. Friedhelm G. Zacher. Import-Export. Spielautomaten groß und Einzelhandel. Sind Sie neu hier? Ja. Sehr nett. Wirklich hübsch. Mensch, Zacher, hau bloß nicht so auf den Putz. Du bist ja gerade erst mit dem blauen Auge davon gekommen. Also erst sind meine Augen beide blau wie die Adria. Und die ist schon lange nicht mehr blau bei dem ganzen Müll, den die da reinkippen. Und zweitens bin ich nicht davon gekommen, sondern ich war das Opfer. Eine Intrige. Ich weiß, ich weiß. Moment, ich melde dich an. Ja. Weitere Benachrichtigung. Vollstreckungsmaßnahmen einleiten mit freundlichem etc. pp. Mensch, Zara. Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Was heißt hier gut gegangen? Ein guter Rechtsanwalt ist in meiner Branche das A und O. Und den hab ich ja. Prost, Bengel. So. Zahltag, Herr Rechtsanwalt. Ich hoffe, es reicht. Sieht aus, als wäre das ein bisschen viel. Ich lasse dir von dem Mädchen eine Rechnung schreiben. Nein, nein, also ich brauche keine. Also ich meine, du brauchst auch keine, oder? Also was zu viel ist, betrachte bitte als Anzahlung fürs nächste Mal. Das nächste Mal? Das muss ja wohl nicht sein. Immer klappt das auch nicht so gut wie diesmal. Aber du warst doch super. Ich meine, ich habe überhaupt nicht verstanden, was du der alten Pappnase von Richter erzählt hast. Und der bestimmt auch nicht, aber... Ich werde dich auf jeden Fall weiterempfehlen. Oh, mein lieber Freund, ich muss schon wieder gehen. Termine, Termine. Diesmal mit einer Miss Bademode. Ein ganz steiler Zahn. Täte dir übrigens auch mal wieder ganz gut, so ein bisschen. In welchem Jahr? Was? In welchem Jahr war sie Miss Bademoden? Dass ihr Paragrafenreiter auch immer alles so genau wissen wollen. Du, also mach's gut. Tschüss. Und weh dir, wenn die Scheine irgendwo registriert sind. Also bitte. Ciao, das war's. Alfred, was willst du denn jetzt hier? Du, Alter, ich habe zu tun. Zara, ich muss dich sprechen. Ja, aber doch nicht jetzt, du. Ich habe dringende Geschäfte zu machen. Verstehst du, Geschäfte? Zara, ich muss dich wirklich dringend sprechen. Sag mal, was ist los? Sag mal, sind etwa die Bullen hinter dir her? Nein, nein, es ist, Nein, 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 du, hör mal gut zu. Ich habe jetzt keine Zeit. Geschäfte, verstehst du, Geschäfte. Komm morgen ins Büro, klar? Hier, mach dir einen schönen Tag. Du brauchst mal wieder eine Frau, du hast hier schon ganz knisterige Augen. Los, hau ab, Mann. Unser dritter Mann. Oh, ein langer Mann, bist ein netter Kerl. Aber söhnst mich hier nicht voll, verstehst du? Lass mich arbeiten, ich hab Geld zu verdienen. Ja, aber brauchst du denn nun Kohle oder nicht? Ah, erzähl mir doch nicht so einen Schuss von Kohle, ich hab zu tun mit. Ich hab das doch gut recherchiert, oder? Pläne machen. Da wart ihr immer schon ganz groß. Sag mal, Helen, kannst du deinen Alten davon abhalten, mit dir nach Como zu fahren? Wir brauchen unbedingt das Konto in der Schweiz. Ich habe keine Lust, das Geld monatelang bei mir im Keller zu lagern. Renato ist bestimmt froh, wenn er nicht fahren muss.
Also wegen der Waffen. Kann ich mich ja mal umschauen, aber versprechen kann ich euch da nichts. Und ich kümmere mich um einen seriösen Anlageberater. Nächstes Mal schlage ich dich. Da darfst du dich aber beim Geldschleppen nicht zu sehr verausgaben. Ist dein Job nicht eigentlich gefährlich? Hey, Lisa, was machst du denn? Wo hast denn die her? Hab ich gefunden. Ich verkauf sie dir. Oh, Lisa, mach keinen Quatsch. Bring die Bälle zurück, ja? Warum denn? Oh, bitte, Lisa, bitte geh. Kannst du denn die Nervensäge nicht nächstes Mal zu Hause lassen? Jedenfalls ist mein Job längst nicht so nervenaufreibend wie deiner hier als Kindermädchen für so eine kleine Göre da. Ihr könntet doch mal überfallen lernen. Unwahrscheinlich. Ich meine unwahrscheinlich, dass wir überfallen werden. Wieso? Ja, höchstens zwischen Bank und Wagen. Na ja, da müssten schon zwei Männer überfallen werden. Und an das Geld im Wagen kommt sowieso keiner ran. Da ist eine Zentralverriegelung und dann... Das ist doch schusssicheres Glas, das kriegst du höchstens mit dem Hammer kaputt, aber wir sind ja auch noch da. Sag mal, du darfst doch sicher überhaupt nicht darüber reden. Ach, das weiß doch sowieso jeder. Lise, wo hast du denn das schon wieder her? Mir reicht's jetzt. Du hast aber ein paar andere Sachen gebraucht. Glaub mein Schwein frei. Hast du mal einen Augenblick Zeit für mich? Adi? Kannst du mir mal eben übernehmen? Mhm. Dann mal los. Seit wann bist du denn unter Iganoven gegangen? Glaubst du wohl nicht mehr, oder? Doch. Eigentlich schon. Das Problem ist nur, ich kann noch keinen alternativen Waffenverleih aufmachen, nur weil die Gruppe zerschlagen ist. Komm, nun gibt es schon Ruck. Es sind auch 10 Mille für die Knasthilfe drin. Bevor der Kram nun gar nichts mehr wert ist. Was brauchst du? Eine 9 mm, am besten eine Parabellum und 2 Maschinenpistolen. Ist ja ein ganz schön ausgefallener Wunschzettel. Mit dem Kram kannst du eine Menge Unheil anrichten. Komm übermorgen wieder vorbei. Hier, unterschreiben bitte. Ja, ja. Einen Moment bitte. Dankeschön. So viel Geld macht nervös, was? Sehr witzig. Einmal Kleingeld bitte. Aber das ist doch Kleingeld. Ich meine für jemanden wie Sie. Ja, aber mein Kaugummiautomat nimmt keine Scheine. 2 Markstücke.
So, bitteschön. Danke. Wo meine Sonne scheint und wo meine Sterne stehen, da kann man der Hoffnung Glanz und der Freiheit Licht in der Ferne sehen. Hang 71, die Hang 71, bitte. Hang 71, danke. Ich mach dann Schluss für heute. Gute Nacht. Nacht, Kollege. Träum süß. Wie kann ich denn? Ich weiß doch gar nicht, wie du aussiehst. Die Racke wälzt natürlich. Ich denke an dich und dein Schattenbild, das ich in goldenen Träumen. Oh, meine Sonne Da gehe ich sowieso nicht hin. Guck, da kommt Stefan. Hi, Judy. Hi, Stefan. Hey, hi, Lisa. Hi. Was macht die Kunst? Meine Kunst ging mir vor Brot, also bleibt mir der Hunger. Wow, ist er nicht ein guter Dichter? Judy, kannst du mal eine halbe Stunde auf Lisa aufpassen? Wichtige Termine, eh? When will you ever stop breaking the hearts of lonely women? Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen schmeißen. Huh? Erkläre ich dir später. What'd he say? Er wollte dir den Satz des Pythagoras erklären. You're a bunch of bastards. Eine halbe Stunde, okay? Okay. Bye. Komm, machst du wieder mit dem Kartenspiel? Ganz sicher. Komm, such dir eine Karte aus. Hör mal, du, ich bin noch nicht lebensmüde. Was macht dich denn so verdammt sicher, dass ein Zettel hier stimmt? Du, ich hab das alles x-mal durchgecheckt. Die variieren den Weg und Zeitplan immer nach dem gleichen Schema. Für den kommenden Montag heißt das. Um 9 Uhr verlässt der Transporter die Zentrale, dann ist er zwischen 10.50 Uhr und 10.55 Uhr an unserer Bank. Und wir müssen auf jeden Fall den Montag nehmen, weil wir dann die Kohle vom verkaufsoffenen Samstag dabei haben. Und warum greifen wir uns die Kohle nicht einfach auf der Straße? Erstens ist das viel zu wenig und zweitens ist das viel zu gefährlich. Da sind immer zwei Typen von der Wachmannschaft draußen, die würden mit Sicherheit Dummheit machen. Die sind ganz scharf drauf. Wir müssen das so machen, wie besprochen, anders geht's nicht. Und was ist, wenn einer der Passanten Helden markiert? Das ist eine ganz ruhige Straße und er ist recht um diese Tageszeit. Und außerdem sind Helen und ich ja noch mit den Knarren da. Dann erschrecken wir unseren Helden eben ein bisschen. Was ist übrigens mit den Dingern? Du, sag mal, wie viel kriegt man, wenn man erwischt wird? 8 bis 10 Jahre bestimmt. Dann wäre ich fast 40. So darfst du nicht denken. Doch. So muss man sogar denken, wenn man sich selbst, sein Leben und seine Pläne ernst nimmt. Jetzt haben wir den Plan, das Versteck, die Knarren und die Leute, fehlt nur noch das Geld. Stefan? Hm? Der Plan scheint wirklich okay zu sein, aber ich glaube, du nimmst die Sache zu leicht. Was willst du? Soll ich sagen, dass ich Angst habe? Warum eigentlich nicht? Hey, Paula, hast du mal einen Pfund für uns? Ein Pfund? Geld verliert doch nur an Charakter. Ciao. Mann, komm. Kriegst du nächste Woche wieder. Mann. Du, Stefan, ich sehe das nicht gern, wenn du Lisa mit in deine Spielung nimmst. Sie ist gestern den ganzen Abend mit dem Kartenspiel rumgerannt und wollte pukern. Pukern? Stefan, Judy kann gut pukern. Ist Judy deine Freundin? Eine von ihnen. Sag mal, darf ich vor dem Verhör wenigstens noch frühstücken? Und dann pukern wir. Pukern, ja. Ich muss los, ich habe noch einen Termin. Was? Um 8:30 Uhr morgens hast du einen Termin? Ja. Meine
Berechnung müsste der Transporter in 38 Minuten an unserer Bank in der Langerstraße sein. Gehen wir noch einen Kaffee trinken? Kaffee könnte ich auch vertragen, aber lass uns ruhig vorher da mal ein paar Mal um die Ecke fahren, Langerstraße. Okay. Tag. Da. Gehen wir hier hin. Was darf's denn sein, die Herrschaften? Dreimal Currywurst? Nee, lieber drei Kaffee. Nee, lieber drei Cognac. Norris oder Jacobi? Hä? Na, zu 2,10 oder zu 2,40? Nur vom Feinsten natürlich. Vom Feinsten. Bitteschön. Der Herr. Danke. Was macht das? 27. Stimmt so. Dankeschön. Zahlen bitte. Los, hau ab, deine Ohren sind ja bald größer als deine Titten. Mensch, Alfred. Ich brauche keine Bohrmaschine und kein Autoradio. Keine Kaffeemaschine, keinen Fernseher und kein Videogerät. Keine Filmkamera. Das brauche ich nicht, das habe ich alles. Ich brauche deinen Ramsch nicht, klar? Ich will doch gar nichts verscheuern, Zacher. Du willst dich vertickern, was willst du denn dann? Zacher, ich brauche eine Wummel. Doch, Zacher, ich brauche eine Wummel. Alfred, lass die Finger davon. Sowas ist nichts für dich.
Im Ernst, ich kann zahlen. Du kannst zahlen? Hast du die Waschmaschine deiner Alten verschabelt? Also was ist? Nehmen wir an, 7 Blaue sind genug. Eine Kanone ist nichts für einen kleinen Schmierer wie dich, mein Freund. Ja oder nein? Einen besonderen Wunsch? Eine automatische. Komm morgen zu Freddy in die Garage. Mach ich. Ich weiß zwar nicht, was du vorhast, aber eins weiß ich. Das ist eine Nummer zu groß für dich. Was weißt du denn schon? Du kennst die Sonne doch auch noch aus dem Solarium. Alfred, ich habe noch einen Tipp für dich. Umsonst. Eckmann. Merk dir den Namen Peter Eckmann. Und wer ist das? Dein Peter Eckmann? Ein Rechtsanwalt. Ein sehr guter, ich meine, falls du meinen brauchen solltest. Leck mich am Arsch, Zache. Am Ende wird die Ente fett, verstehst du? Am Ende. In the cold light of the morning, the shadows come and go. I pass them on every corner. In the New York winter snow, in the dreary summer daylight, reality takes shape. Whose reality, yours or mine? No, I'm never ever sure. No, there's nothing that you can do. No, there's nothing that you can say. Can't you hold on any tighter while I slowly slip away? Jetzt führen Sie die Arme dabei nach vorne. Die Ellbogen bleibt gestreckt. Poet. Wie vor Freude fast außer sich geratene Menschen sprachen von einem Mann. Aber schon wenige Tage später konnte man in einem Kommentar.
Also höchstens 250 Personen, denen das Ding zuzutrauen ist, bin ich alle, aber auf jeden einzelnen durchgecheckt haben. Auch die, die schon länger nicht mehr aktiv waren, nehmen die Alibis auseinander. Klar, die Tatfahrzeuge? Das Übliche, alle drei im Laufe der letzten Nacht geklaut. Die Spurensicherung hat bisher auch nichts Interessantes gemacht. Wir fangen aber nochmal von vorne an. Okay, was ist mit der Taxe? Auch geklaut. Taxen sind im Prinzip am leichtesten zu knacken, weil man sehr bequem an die Schlüssel kommt. Oft legen die Fahrer bei Schichtwechsel die Schlüssel einfach nur in den unverschlossenen Kofferraum. Da ist kaum was exakt zu kontrollieren. Trotzdem, alle Fahrer, die den Wagen gefahren haben, überprüfen. Wenn das nichts bringt, auf die ganze Firma und das Umfeld ausweiten. Was ist mit der Terrorszene? Da gab es wenig Bewegung in letzter Zeit. Jedenfalls nichts, was auf den Zusammenhang schließen lässt. Außerdem observieren wir da sowieso nur noch Kinder. Rasterfahndung, Frankenberg. Die Bankangestellten, Wachleute, Anwohner und Passanten sehen sich die Bilder an. Ja, alle Anwohner, die ganze Straße. Klar. Schauen sich die Bilder aus der Kartei an. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor. Okay, soweit, aber morgen will ich Ergebnisse. Klar? Klar. Ciao, Helen. Helen, du weißt doch, dass morgen Qualifikationsspiel. Hm? Übrigens, wieso bist du heute Morgen so früh aufgestanden? Welches Qualifikationsspiel? Welches Qualifikationsspiel? Italien gegen Rumänien. Stell dir vor, Piro hat noch drei Karten gefunden. Schwarzmarkt. Ist das nicht toll? Großartig. Ja, deswegen, ich muss mich beeilen. In 2 Stunden geht das Flugzeug. Was? Wieso Flugzeug? Wieso Flugzeug? Cara, das Spiel ist in Rom. Aber mach da nicht. In 3 Tagen ich komme wieder, okay? In 3 Tagen? Ach. In 3 Tagen ich komme zurück. Dann machen wir ein schönes Wochenende, hm? Du willst wirklich heute nach Rom fliegen? Zu einem Fußballspiel? Ausgerechnet heute? Wieso heute? Ist ein Tag wie der andere, hm? Schon gut, schon gut. Fahr nur. Und wenn ich komme zurück, wir machen ein schönes Wochenende, hm? Ciao. Ein Tag wie jeder andere. Wie kriege ich denn den scheiß Vergaser los? Na, mit dem 6er. Und wo ist der? Es ist 15 Uhr. Hier ist der Sender frei. Ja. In Berlin fand heute einer der größten Raubüberfälle der Nachkriegsgeschichte statt. 3 maskierte Männer stoppten in den Morgenstunden einen Geldtransporter der Firma Sichtkamp und erzwangen die Herausgabe von mehreren Geldkoffern. Die Täter hatten mit einem am Tag aus der Vorschlaghammer einen Transporter eingeschlagen und den Wagen in Flammen gebracht. Der in dem Transportfahrzeug befindliche Sicherheitsbeamte öffnete daraufhin den Wagen. Wie verlautet, handelt es sich um eine Summe von 4,3 Millionen Mark. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur. 4,3 Millionen. Geil, wa? Nach Informationen des amerikanischen Vermittlungsbeauftragten... Na, 4,3 Millionen ist doch geil, wa? Mensch, 4 Millionen, das ist ein Ding. Stecken wir einfach das Gerät an und kassieren 4 Mille. Affengeil. Das müssten wir auch mal machen, dann hätten wir ausgesorgt. Oh, langsam, langsam. Was willst du denn damit machen, die 4,3 Millionen? Mensch, Paule, aber ohne Patte bist du doch sowieso mal der Dödel. Ist doch Logo, wa? Tja, Logo. Logo. Die Indizien reichen schon jetzt für eine Verurteilung aus. Du steckst doch bis zur Halskrause im Dreck, merkst du das denn nicht?
Nee. Ja, weil du dämlich bist. Mensch, Alfred. Ich glaub doch selber nicht, dass du bei dem Überfall dabei warst. Du kannst aber sicher sein, dass ich es dir trotzdem beweisen werde. Wäre ja nicht das erste Mal, dass ich eure Beweise selber zusammenbastel. Du hältst dich wohl für besonders schlau. Dabei weißt du selber ganz genau, dass du spätestens in einer Woche singen wirst wie ein Schlagersternchen. Mensch, Alfred, 4,3 Millionen. Das Ding ist eine Nummer zu groß für dich. Merkst du das denn nicht? 2 Tage haben wir für dich gebraucht. In spätestens einer Woche haben wir die anderen. Du kannst dir ein paar Jahre ersparen. Gib uns einen Tipp, aus welcher Ecke das Ding kommt. Keine Namen. Ist doch ein Unterschied. Beihilfe zum Raub oder versuchter Totschlag. Totschlag? Der Wartmann. Der wäre doch beinahe verbrannt. Ist aber nicht. Dem ist doch gar nichts passiert. Hätte aber können. Ist eben alles eine Frage der Interpretation. Also, aus welcher Ecke? Ohne Anwalt sage ich überhaupt nichts mehr. Mir ist völlig egal, ob du mit oder ohne Anwalt was sagst. Du hast die Wahl. 3 Jahre wegen Beihilfe und nach 2 Dritteln kommst du wieder raus. Also 2 Jahre oder 15 Jahre wegen versuchten Totschlag. Bring ihn weg. Denk mal darüber nach. Bis morgen früh um 8 hast du Zeit dazu. Danach läuft das Geschäft nicht mehr. Morgen früh kannst du dir dann auch einen Anwalt kommen lassen. Also ich verstehe das nicht. Warum steht in allen Zeitungen 4,3 Millionen? 1.246.000 Mann. Ist auch nicht schlecht. Sei froh, dass du noch lebst. Aber wen verdammt nochmal wollen die denn verarschen? Vielleicht haben wir es ja irgendwo verloren. Mann, wir haben 4 Koffer daraus geholt. Und alles, was da drin war, liegt hier. Aber über 1 Million Mark ist doch auch nicht schlecht, oder? Uns ist da ein ganz großes Ding gelungen. Und ihr sitzt da, als wenn alles schiefgegangen wäre. Mensch, Helen, kapierst du denn nicht? Da will uns jemand verarschen. Irgendjemand verdient an unserem Coup mehr als wir selbst. Ich habe noch einen Tipp für dich. Umsonst. Peter Eckmann. Merk dir den Namen Peter Eckmann. Peter Eckmann. Großer Häuptling, Hände hoch. Ab mit dir ins Badezimmer. Und nur wenn Stefan mir noch von den Kapatschen erzählt. Apatschen. Na komm, große Wäsche. Hopp. Sag mal, bist du nicht müde? Sag mal, Stefan, du hast doch von dem Überfall auf den Geldtransporter gehört, nicht? Ja, na klar. Clever, die Jungs. Einen haben sie schon. Was? Woher weißt du? Davon haben sie in den Nachrichten gar nichts gesagt? Ich war heute Nachmittag im Knast. Ist mein Mandant. Ein gewisser Alfred Schnier. Kennst du den? Ich? Nee. Wieso? Es spricht einiges dafür, dass er was mit der Sache zu tun hat. Zeugenaussagen, dünnes Alibi, Vorstrafen etc. Ging ja schnell. Und das Geld? Das haben sie noch nicht. Aber dieser Schnier hat angeblich einen Zeugen für sein Alibi. Ja, schön, schön für ihn, ne? Er sagt, du hast ihn zur Tatzeit in der Taxe gefahren. Sag mal, bist du bescheuert? Wie hieß der Kerl? Schnier. Alfred Schnier. Nie gehört. Naja, am besten gehst du gleich morgen in den Knast. Wenn du ihn siehst, wirst du dich schon erinnern. Du kriegst von mir eine Vollmacht als mein Referendar. Lass uns abhauen, du und ich, wir beide. Sofort. Stefan, ich weiß nicht, was ich dir geantwortet hätte, wenn du mich damals an dem Morgen, als ich aus Como zurückkam, gefragt hättest. Wahrscheinlich hätte ich ja gesagt. Aber jetzt geht es nicht mehr. Stefan, nach all dem, was war, geht es nicht mehr. Aber warum denn nicht, verdammte Scheiße? Du könntest auf Dauer nicht mit mir zusammenleben, das weißt du selbst. Sobald der Druck weg ist, fühlst du dich wieder eingeengt und haust ab. Aber das ist Quatsch. Nein, das ist kein Quatsch. Weißt du, Stefan, ich habe viel gelernt in der letzten Woche. Auf jeden Fall können wir hier nicht weg. Jetzt noch nicht. Pass auf. Du musst morgen diesen Alfred Schnier sprechen. Du musst, verstehst du? Stefan. Hör zu. Ich kenne mich zwar in diesem Milieu nicht aus, aber wenn er etwas weiß und uns hätte verpfeifen wollen, dann hätte er es längst getan. Sprich mit ihm, bitte. Ich weiß, was ich da von dir verlange. Ich weiß auch nicht, ob ich die Nerven dazu hätte.
Aber wenn wir jetzt abhauen, kriegen sie uns sicher, verstehst du? Wir müssen da durch, wir alle drei, du, Paul und ich. Zum letzten Mal. Ihr habt meinen Coup vermasselt, also will ich meinen Anteil an eurem Coup. Euretwegen sitze ich hier drin. Also holt ihr mich hier raus. Aus den Unterlagen geht hervor, dass Sie an dem Überfall beteiligt waren. Zeugenaussagen vom Bankangestellten, einer Imbissverkäuferin, illegaler Waffenbesitz, diverse Vorstrafen. Das spricht alles gegen Sie. Junge, du redest wie ein Bulle. Ich habe keine Lust auf das Gequatsche. Ich will eine von euren 4 Millionen. Und ich will hier raus. Ist doch eindeutig, oder? Du glaubst ja nicht im Ernst, dass dir irgendjemand deine Geschichte abkauft. Das werden wir ja sehen. Die Bullen sind ganz heiß auf eine Geschichte. Ich habe nichts zu verlieren, verstehst du? Ich nicht. Junge, pass auf. Ihr habt eine Woche. 7 Tage, verstehst du? Wenn da nicht klar ist, wie das Geschäft läuft, erzähle ich dem Bullen meine Geschichte. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? 7 Tage. Und ich will 1 Million. Klar? Du bist eine ganz kleine, miese Ratte. Jeder so gut, wie er kann. Die einzige Chance, wie wir da rauskommen, ist, wir legen den um. Wegen Geld? Willst du einen umbringen? Aber bist du denn ausgehakt, Mann? Du kannst doch nicht ernsthaft einen Mord planen wollen wegen der paar Piepen. Paar Piepen? Paar Piepen? Der will 1 Million! Mord ist nicht drin. Aber ich will nicht in den Knast, verstehst du? Ich will nicht in den Knast! Sag doch, wenn du was Besseres weißt. Willst du hingehen und sagen, da habt ihr euer Geld zurück? Es war nicht so gemeint, war alles aus Versehen? Ja, oder was schlägst du vor? Und wenn wir das Geld tatsächlich zurückgeben würden? Ich meine anonym. Ja, sag mal, spinnt ihr denn alle? Der Typ ist scharf auf das Geld. Der verpfeift uns erst recht, wenn wir das Geld nicht mehr haben. Dieser Schmierer wittert doch die Chance seines Lebens. Der ist heißer auf die Kohle als wir. Und selbst wenn wir den da rausholen, wer garantiert uns denn, dass er nicht nach einer Woche schon wieder einfährt und uns dann verpfeift? Wir können doch nicht ernsthaft darüber diskutieren wollen, ob wir einen Mord begehen, sag mal. Ist denn das endlich drin in deinem Schädel, verdammte Scheiße? Aber Stefan hat das doch nicht ernst gemeint. Und ob ich das ernst gemeint habe? Hör mal, Langer, wir haben alle nur Nerven, aber deine sind im Moment ein bisschen sehr angekratzt. Also nun reiß dich mal zusammen, Mensch, sonst kommt ihr nicht weiter. Ich zusammen, ja, du! Ja. Menschenskinder, eure coole Art kotzt mich an. Ich habe gar nicht gewusst, dass ihr auch Nerven habt. Wer war's denn, der heute in den Knast gehen muss? Ihr etwa? Eure coole Art, die kotzt mich wirklich an. Denkt euch doch selber was aus, ihr könnt mich mal. Lass ihn. Das ist schon okay. Return.
Ich weiß, wie wir aus der Scheiße rauskommen. Auf jeden Fall müssen wir uns erstmal treffen, ja? Okay, ciao. Sie sind erst um 11.45 Uhr dran. Da können Sie sich ja noch fast 2 Stunden in die Sonne legen. Ich scheiße auf eure Sonne. Schau mal einer an. Der Herr braucht seine eigene Sonne. Kommen Sie bitte. Wir verhandeln heute in der Sache 4C 34148 aus 78 Waldhof Paul gegen Schnier Alfred. Es geht um die Anfechtung eines Kaufvertrages. Der Kläger Paul Waldhof, vertreten durch den Rechtsanwalt Österreich, ist der Kläger persönlich anwesend? Ja. Gut, also der Kläger Paul Waldhof gibt an, von dem Beklagten Alfred Schnier, vertreten durch Referendar Herbst. Ist der Beklagte auch da? Jawohl, Herr Vorsitzender, der ist draußen. Ja, holen Sie ihn mal rein. Also der Kläger Paul Waldhof gibt an, von dem Beklagten Alfred Schnier am 12. August dieses Jahres einen Opel Commodore für einen Preis von 4.200 Mark gekauft zu haben. Der Beklagte Alfred Schnier habe ihm versichert, das Fahrzeug sei bis zu jenem Tag unfallfrei gefahren und weise keinerlei wertmindernde Mängel auf. Der Kläger Waldhof habe bei Kaufabschluss 4.200 Mark an den Beklagten Schnier in bar bezahlt. Nach etwa 10 Tagen habe der Kläger Waldhof festgestellt, dass der Rahmen des erworbenen Kfz... Sie sind Schnier Alfred, Beklagter in Sachen Waldhof gegen Schnier? Jawohl, Herr Richter, aber ich Moment, weiß... Moment, Sie kommen schon noch zu Wort. Herr Vorsitzender, angesichts der äußerst dürftigen Beweislage gegen meinen Mandanten zum einen und wegen des geringen Streitwertes von sage und schreibe 4.200 Mark, dürfte es sich wohl erübrigen, meinen Mandanten in Handschellen vorzuführen.
In Anbetracht der Sachlage halte ich das für ausgesprochen überflüssig. Die Handschellen trägt er ja nun auch nicht wegen der 4200 Mark, Herr Verteidiger. Ja, ich weiß, worauf Sie anspielen, Herr Vorsitzender. Aber erstens ist das Ermittlungsverfahren gegen meinen Mandanten wegen schweren Raubes überhaupt noch nicht abgeschlossen. Das heißt, mein Mandant ist bis zu dem heutigen Tage als unschuldig zu bezeichnen. Und zweitens werde ich in dieser Sache sowieso in Kürze einen Haftprüfungstermin beantragen. Schon gut, schon gut. Wir kommen ja sonst überhaupt nicht weiter. Nehmen Sie dem Mann die Handschellen ab. Also, nach etwa 10 Tagen stellte der Kläger Walter fest, dass der Rahmen des erworbenen PKW offensichtlich nach einem schweren Unfall verzogen ist und er somit über die Bedingungen, die zum Erwerb des Fahrzeugs geführt haben, arglistig getäuscht worden sei. Als er den beklagten Schnier unter dem aus dem Kaufvertrag bekannten Adresse aufsuchte, habe dieser ihm gesagt, ich zitiere wörtlich, lass mich in Ruhe, sonst kriegst du was aufs Maul. Also, Herr Schnier, so geht das nicht. Hey. Heute ist die gute alte Zeit von morgen. Hier, Ihre Papiere, Herr Schneider. Peter, geboren am 10.08.1939. Sieht gut aus. Und damit komme ich auch durch? Ganz sicher. Ist so gut wie echt. Uhr, Flugsteig 10 nach Frankfurt. Dort haben Sie exakt 15 Minuten Aufenthalt bis zur Maschine nach Rio. Flugsteig 42. Merken Sie sich das? Ja. Sie müssen sich ziemlich beeilen, Herr Schneider. Noch Fragen? Ach so, in der Brieftasche sind 30.000 Mark in Dollar- und D-Mark-Noten. Der Rest liegt für Sie bereit bei der First National City Bank als Überweisung der Schweizer Nationalbank. Ihre Kontonummer steht auf dem Zettel. Okay, Sie müssen sich jetzt beeilen, Herr Schneider. Ihre Maschine geht in 6 Minuten. Wenn Sie die verpassen, ist es aus. In spätestens 10 Minuten werden hier die Kontrollen verschärft, also viel Glück, Herr Schneider.
Pronto? Renato, na, das ist ja wirklich eine Überraschung. Rufst du aus Berlin an? Mir? Oh, mir geht es eigentlich ganz gut. Ich schreibe jetzt öfter mal für den Osservatore. Ja, kleine Sachen, Ausstellungskritiken, Rezensionen und so etwas. Hast du also wieder einmal Sehnsucht nach der Mama? Ich finde, du solltest dir endlich einmal sagen, dass wir geschieden sind. Naja, schon gut, schon gut. Na klar kannst du bei mir übernachten. Wann kommst du denn? Buono, Renato. Dann lass uns am Freitag essen gehen, gut? Und versuch nicht zu spät zu kommen. Ciao. Ciao, Renato. Das ist die Akte Ortkemper. Ja. Der Termin ist in einer halben Stunde. Ja, okay. Hallo Stefan, hier ist Lisa. Hey Lisa, das ist aber nett, dass du dich mal wieder meldest. Was hast du denn auf dem Herzen? Mensch, Stefan, ich will von zu Hause weg. Du hast doch noch ein Zimmer bei dir frei. Kann ich nicht zu dir ziehen? Es ist alles so doof zu Hause. Die sind alle so gemein zu mir. Und jetzt darf ich auch nicht mit Kirsten auf den Pott. Also Lisa, jetzt hör mir mal zu. Was hältst du davon, wenn wir uns morgen auf dem Rummel treffen, hm? Ja, morgen bin ich gar nicht mehr da. Da bin ich schon längst weg, wenn ich nicht zu dir ziehe. Ja, ja. Also gut, Lisa, dann treffen wir uns heute. Ja, ich hole dich in einer halben Stunde ab, okay? Aber wirklich, sonst bin ich ja. weg. Ja, wirklich. Tschüss. Ciao. Tschüss. Manuela, den Termin Ortkemper müssen wir absagen. Ja, 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 ja. Uwe! Hey! Wenn du damit fertig bist, schieb noch mal von dem Getränkefritzen den Rover dazwischen. Schon wieder der scheiß Rover? Der geht mir langsam auf den Sack. Ja, mach mal. Schieb mal rein das Ding. Na, Papa, was ist los? Paul, der Uwe ist heute schon wieder 20 Minuten zu spät gekommen. Ach, doch kein Beinbruch. Er bleibt ja manchmal abends auch länger. Ach, weißt du doch. Ist doch seine Sache, wenn man gern länger hier bleibt. Aber Pünktlichkeit muss sein. Wenn das Schule macht, verlottert doch der ganze Betrieb. Du bist viel zu weich für deine Position, Paul. Übrigens, Erika hat angerufen. Du sollst dir vom Friseur abholen. Rasiert bist du auch nicht. Na, das passt ja gut. Paul, Paul, so kommst du nie auf den grünen Zweig. Bin ich doch schon.
point of no return.